Hallo, hier ist der Jonas. Das müsste jetzt Aufnahmeversuch. 3486 sein. Ja, also, das war gerade. Jan. Und, ja. So, das war's dann auch schon wieder. Wollten uns nur mal vorstellen. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie der Bildschirm so aussieht. Ja, und wie man Passwort eingibt. Ne? Brauchen die sonst noch was zu wissen? Nein, natürlich nicht. Das war nur ein Witz. So. Los geht's. Hast du deinen schon erstellt? Nein, mache ich jetzt. Die mache ich. Oh, das ist mein DK. Nein, nein. So. Komm ich erstmal bei meinem DK raus. So. Tut mir echt leid. So. Blutelfen werden wir nehmen. Ich werde Hexenmeister. Magier. Ja, Magier. Er wird der schlafende Magier. Kennst du eigentlich Detektiv Conan Ja. mit dem schlafenden Kogoro? Nö. Nicht? Nö. Doch, oder? Weiß ich nicht. Ja, das ist der, wo der wohnt. Der heißt Kogoro. Und der kriegt später den Spitznamen der schlafende Kogoro. Tja, weiß ich nicht. Ja. Ah, ist doch schon Füße hochlegen. Ah. Kannst du das überhaupt? Ja. Sind dir deine Füße nicht zu schwer dafür? Schön lange Hexenmeißhaare. Dann noch irgendwie so ganze Magie aus den Haaren gezogen, deswegen sind die jetzt schon so irgendwie eklig weiß. Und dann noch so ein Kinnhaken. Mach mir nicht meine Frisur nach. Ich hab die Frisur, die hinten ganz glatt ist und vorne so ein paar Zipfel so über die Schulter Ey, hängen. und dann weiß, ne? Dann war genau meine Frisur. Ey. Wir haben uns, ganz ehrlich, wir haben uns nicht abgesprochen. Wahrscheinlich sind die Gesichter und auch gleich schon die Hautfarbe. Die Hautfarbe ist bei mir so ein bisschen, also die eine Stufe vor ganz hell. Ach so, gut dann. Und mein Gesicht ist so ein bisschen friedlich. Also ohne Fältchen oder irgendwie finster reingucken oder fröhlich gucken und so. Und dann so einen ganz kleinen Stoppelbart. Ne? Ja, ich habe keinen Bart. So, und der hier heißt, ach, weiblich. Ach, Was? ich bin einer, der, wenn es um Stoff geht, hier, die können nur Stoff tragen, der nimmt da lieber weiblich, weil die haben dann meistens so Roben oder sowas, dass sie da, das finde ich einfach besser. Oh, die kriegt jetzt voll das böse Gesicht, weißt du, das kaum jemand, das soll bloß einer, weißt du, so von wegen. Soll bloß einer kommen und mich zum Abschlussball einladen, den lass ich brennen. Also, und wie heißt sie denn? Die heißt jetzt mal Lisa. Jonas, ich Ja? habe vergessen, auf die Aufnahmezeit zu nehmen. Okay. Und Scheiße. ist egal, wir machen nach dem wir machen hier jetzt nach dem Intro, also ich mache jetzt mal los. Und während der epische Ladebalken lädt, bin ich dann mal kurz, machen danach, nein, wir machen nach dem Video, machen wir eine kurze Pause und gucken, wie lang das Video ist. Und dann kann ich auch trotz Uhr an sowas alles anmachen. Hehe. Ja. Nicht mein Schuld, nein. Nein, sonst ist ja immer meine Schuld. Ja, Ja, das nicht war mal bisher die letzten 4 Male so. Oder 3000 Mal. 3000 irgendwas Male. Ja. Jo. Oh, so schöne Musik hat POV. Extrem, wa? Ja. Ey, in Hongkong ist gerade 1 Uhr. Okay. Video beginnt. Lord Materon, wie
wieder einen Schimmer Hoffnung für sein Volk am Horizont. Das Licht des Sonnenbrunnens könnte die Blutelfen von ihrem Fluch befreien. Doch viele klammern sich an die angeeigneten arkanen Kräfte und zögern sie aufzugeben. Als einer der Blutelfen müsst ihr für den Schutz von Kel'Thalas kämpfen und eurem Volk helfen, sein Seelenheil zu finden. Jo, und da... Oh, hehehehe, das habt ihr gerade nicht gesehen. Und das habt ihr auch nicht gesehen. Ja, also... Nein! Mist. Ey, wir müssen mal gerade hier gerade die Gruppe zu spammen. Welche Gruppe? Ach, dann schreib mal gerade Spam. Spam. Wegen dem Balken, wenn man umkommt. Oh ja Gott. Nicht wegen deinem, sondern wegen dem, den ich noch drin habe. So, und jetzt sind sie weg. Das Sam. Ja. Ach, das hast du die alles... Aufnahme gestoppt? Nein, habe ich nicht. Oh. Ach ja, da war gerade Ende. So, und jetzt machen wir kurz Pause und gucken wir. Ja. Ne? Bis gleich los. Jo. Dein Wichtel hängt in einer perversen Stellung. Ja, ja, also, oh, oh, nicht so hart. Oh, ja, das reicht ja, jetzt. Ja, Jonas. Das reicht jetzt. Ja, das sind wir jetzt wieder. So, kurz Interface. So, danke. Ich glaube, ich habe das jetzt schon zum unendlichsten Mal erklärt. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe hier schon einige Sachen. Habe ich hier schon. Was ich persönlich gut finde, wenn ihr hier auf Geselligkeit geht und den Schimpfwortfilter wegmacht, dann könnt ihr genau lesen, womit euch die ganzen beschimpfen. Dann steht da sowas wie Beep und Beep und dann ist da noch ein bisschen Beep, 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 Beep. Ne? Wisst ihr Bescheid? Du darfst reden. Nee, ich bin gerade sprachlos. Voll Dummheit, ey. Nein, wirklich. Ich mag das. Ich sehe gerne, wenn ich irgendwie beschimpft werde. Und ich wüsste auch, weil normalerweise es steht dann sowas wie... Sowas steht da dann. Meistens. Falls ihr das lesen könnt. Also irgendwie die Zeichen. Die Zeichen, die da über der, hängen. Jo. Wir müssen Mana-Würms töten. Wieso? Dann machen wir das noch und dann... Ja, und dann gibt's schon wieder einen Schnitt. Weil ich essen muss. Hab auch Hunger. Hab auch menschliche Bedürfnisse. Hast du das? Bist ja. Du dir das sicher? Ja. Ich kann ja noch mal ein Let's Play machen. Wie denke ich Korndys dabei? Da, das hatte ich. Wir hatten ja bei dem Versuch 3 hatten wir, bei Versuch 4 hatten wir ja 17 oder so. Bei einer Aufnahme hatten wir nur 13 Aufrufe. Da habe ich jetzt schon 20 Aufrufe. Über Nacht vor allem, ey. Ja, wir haben 13 Aufrufe über Nacht und jetzt hänge ich schon bei 20. Wahrscheinlich empfehlen die irgendwie weiter. So, und das sind dann ja schon 2 Minuten rum und deswegen jetzt Schnitt. Tschüss.